Kapitel 5.5.3. Wie werden Funktionen angelegt? Für das Anlegen der Funktionen wird der jeweils relevante Ordner, die Seite, ausgewählt und eine Funktion hinzugefügt. Die Auswahl der Funktion, zum Beispiel Beleuchtung, bietet 7 Typen zur Auswahl. Anhand der Funktion Beleuchtung werden stellvertretend alle anderen Funktionen in verschiedenen Gewerken angelegt. Für weitere Funktionen und detaillierte Informationen lesen Sie bitte die Applikationsprogrammbeschreibung. Als stellvertretendes Beispiel für die Funktionen wähle ich das RGBW-Lichtelement. Dieses Element sendet 4 mal absolute Werte von 0 bis 100%, 4 mal ein Byte zur RGBW-Lichtsteuerung. Zur Einstellung der Farbe, der Helligkeit, der Farbsättigung und des Weißanteils steht ein spezielles Farblichtsteuerelement zur Verfügung. Der Status wird durch das entsprechend konfigurierte Objekt bzw. die Gruppenadresse aktualisiert. Wird kein Statuswert empfangen, verbleibt das Objekt im Zustand ungültig. Ein Icon als Fragezeichen signalisiert dieses. Bild. Ein zum Funktionstyp passendes Icon kann ausgewählt werden. Das IP Control Center beinhaltet eine breite Auswahl an Icons, nur sichtbar in der Layout-Einstellung verteilt. Bezeichner, eine sinnvolle Funktionsbezeichnung kann eingetragen werden. Feld-ID, dies ist die Position der Funktion innerhalb der Bedienseite. Funktion, Auswahl der Funktionskategorie, zum Beispiel Beleuchtung. Typ RGBW Licht. Ausführung bestätigen. Ist diese Funktion aktiviert, wird bei direkter Bedienung ein Pop-up-Fenster zur Bedienung und zur Statusanzeige eingeblendet. Eine spezielle Auswahl des Untermenüs zur Bedienung und Statusanzeige auf der rechten Seite der Funktionszeile entfällt damit. Rot. Verknüpfung mit einem Kommunikationsobjekt, virtuellem Objekt oder einer Gruppenadresse zur Steuerung der Farbe Rot. Diese können aus dem linken unteren Bereich des Smart Editors per Drag and Drop zugeordnet werden. Es wird der Datenpunkttyp 1 Byte zugelassen. Die gleichen Einstellungen gelten auch für die anderen Farben, Grün, Blau und Weiß. Auch die Datenpunkttypen sind von gleicher Länge. Vordefinierte Farben. Es können 7 verschiedene Farben direkt vorgewählt werden. Über ein Farbschema oder den Farbcode können diese eingestellt werden. Diese Farben werden in der Visualisierungsansicht im RGBW-Element für eine direkte Farbeinstellung angeboten. In der Visu-Ansicht wird das RGBW-Steuerelement dann so dargestellt. Nach abgeschlossener Projektierung der Smart-Visualisierung sollte diese mit dem Button Speichern gesichert werden. Mit dem Button Aktivieren werden die HTML-Seiten generiert. Nach der Eingabe der in der ETS voreingestellten IP-Adresse und der Erweiterung SmartPHP im Webbrowser erfolgt der Aufruf der Smart-Visualisierung. Die gleiche Vorgehensweise wird auch bei der Tablet-Visualisierung angewendet. Lediglich der Aufruf der Tablet-Visualisierung erfolgt mit dem Anhang tablet.php nach der IP-Adresse.